Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Wir sind hier und wollen mal unseren ersten Mac bauen. Ich hoffe, wir kommen diese Folge dazu. Ich glaube noch nicht ganz dran, weil wir nämlich gerade auch gar keine Metalllegierung haben. Das liegt aber eigentlich daran, weil unsere Metalllegierungen gerade in die Kohlenstoff-Nanoröhren gehen. Nichtsdestotrotz, hier sind Raumschifftrümmer. Ember ist krank. Ach nee, Ember ist schon unterwegs. Xiao ist wieder da. Ja, dann können wir ja doch hier Xiao rein. Auf geht's. Weil wir haben ja gerade in der letzten Folge den Angriff überstanden. Heu wird auch weniger. Weil wir halt das ganze Heu hier in Ziegel reingeballert haben. Der Abbau des Supercomputers ist ein heikler Prozess, den man nicht überstürzen darf. Ich habe es geschafft, einige CPU-Kerne herauszuziehen, ohne sie zu beschädigen. Gut gemacht. Deswegen haben wir auch dich geschickt, Ember. Brauchen wir hier wirklich 5? Mal, da haben wir nur 3. Ja, ich glaube, wenn wir nochmal eine Lampe brauchen, dann nehmen wir einfach die da. Hier ist es halt in den Ecken was dunkler, aber da können wir auch einfach die hier nehmen und bewegen die einen weiter hier hin. Ganz einfach. Was ist denn hier noch mit drin? Treibstoff. Wo sollten wir den Treibstoff am besten lagern? Da drin? Drin haben wir den Vorteil, dass der nicht abfackelt, wenn man da aus Versehen den anzündet. Warum sollte man den aus Versehen anzünden? Keine Ahnung. Aber er ist so weit weg. Hier könnte man ihn auch hinstellen. Ah, wir können eine Energiezelle bauen. Nice. Dafür müssen wir jetzt erstmal eine Energiezelle bauen. Energiezelle. Machen wir mal, bis wir 20 haben. Wie den Rest auch. Kostet halt Elektronik, ne? Aber ja. Das Problem ist, Kanna kümmert sich halt ums Bauen. Und nach dem Bauen erst ums Montieren. Vor allem, wenn Ember nicht da ist. In der Nähe des Luftballons könnte man natürlich auch Treibstoff lagern. Wäre aber schon sinnvoller, wenn die irgendwie in der Nähe hier wären, ne? Das Problem ist, hier kann man die irgendwie nicht gut platzieren. Hier habe ich die ja weggemacht, weil man dann das Gebäude nicht sieht, aus dem Winkel, den ich spiele, ne? Wir haben schon sehr viele Verteidigungstürme. Richtig unnötig. Egal, das muss so. Das muss so. Ich habe so viel Metallschrott geplündert, wie ich konnte, und Notrationen.
in einer dicht verschlossenen Kiste gefunden. Sie sehen essbar aus. Gut gemacht. Ich werde dieses Tor hier... Oder nee, wir lassen es erstmal offen. Ich wollte das Tor schließen, mich aber dann umentschieden. So, es wird auch langsam wieder Frühling, das heißt, wir können die Jalousien öffnen überall. Die Jalousien! Hier muss die Tür noch umgehen. Ah, ne, hier ist schon eine Metalltür, hier ist auch eine Metalltür. Klar, noch ist es zwar kühl, aber der Frühling kommt. Hier ist gar kein Klimagerät drin. Kommt man bestimmt nicht dran, oder? Okay, nachts leeren sich die Batterien und tagsüber werden die wieder aufgefüllt. Das lobe ich mir doch. Ich weiß nicht, wann der nächste Angriff kommt und ob Ember nochmal los kann. Schicken Ember einfach nochmal super zum Supercomputer. Da hier ist auch kein Limit drauf. Ich glaube, wir können hier immer weiter CPU-Teile rausholen. Das wäre ja richtig krass. So, Xiao ist wieder da. Das heißt, es gibt wieder ein bisschen Metallschrott. So, wie viel Fleisch haben wir eigentlich? Wir haben eigentlich genug Fleisch. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt noch alles schlachten. Das heißt, wir schlachten wirklich nur unmittelbar in der Nähe der Basis. Oder in Basis. So, das Tor ist fertig. Das schließen wir. Weil hier haben wir ja nur ein Tor hingemacht wegen der Unebenheit. Der Abbau des Supercomputers ist ein heikler Prozess. Okay, das ist dasselbe wie vorher, deswegen lese ich jetzt nicht weiter. Aber hier kann man anscheinend immer wieder Supercomputer bauen. Nice. Oh, der Mac wird schon versorgt.
So, ich glaube, jetzt warten wir tatsächlich auf den nächsten Angriff. Weil die lassen ja immer eigentlich nicht so lange auf sich warten, ne? Dann können wir auch wieder nochmal ein bisschen Treibstoff vorbereiten. Gut, der ist in die Falle, der wird gejagt. Die sind hier echt am Wuseln. Aber wir haben wohl wahrscheinlich keine Ressourcen für Vivian, damit die weiter schneidern kann. Oh, die Türme gehen voran da hinten. Sollte Zander nicht eigentlich... Ah, gut, wir haben wahrscheinlich genug... Ne, wir haben gar keinen Stein. Wieso geht Zander nicht in Graben? Zander, was ist da los? Zander war doch unser Gräber. Ich mach mal montieren bei ihr auch auf eine 1. Sollten mehr montiert werden. Vivian hat einfach 10 da drauf. Die wäre viel besser montieren als Kana. Aber gut, dass wir Rüstung haben, ist natürlich auch wichtig. Oh, vielleicht schaffen wir es doch noch diese Folge. Aber nur, wenn wir noch einmal losschicken. Trümmer eines Frachtraums, Trümmer einer Landekapsel, Supercomputer, Raumschiffstrümmer, Trümmer einer Waffenkammer. Der ist auch unbegrenzt, der anscheinend nicht. Na komm. Xiao, auf geht's. Jetzt gleichzeitig Ember noch loszuschicken, ist halt Risiko, ne? Komm, was soll der Geiz? Risiko. Yay, Carbonstiefel! Oh, guck dir Vivian an! Können sich von mir aus dann jetzt auch alle Carbon-Sachen anziehen, ne? Soldaten natürlich eigentlich zuerst. Ich habe so viel Metallschrott wie möglich geplündert und eine funktionierende Laserpistole 2.0. Gut gemacht. Wie viel Metallschrott bringst du denn so mit? 70. Bin mal gespannt, wie viel Xiao mitbringt. Weil sie hat ja mittlere Fähigkeiten und Xiao hohe. Ach, ich glaube, sie hatte 100 mitgebracht, ne? Ich plünderte so viel Metallschrott,
wie ich konnte und fand einen Koffer mit Winterkleidung. 100 und ein Set Winterkleidung. Schöne Laserpistole. Ah, das können wir noch ein bisschen länger. Zander braucht noch einen Laserspeer. Die können noch ein bisschen runtergewirtschaftet werden. Wo war der Treibshop nochmal mit rund? Hier, 100. Ich glaube, wir haben auf 200 gesetzt. Neue Kleidung. Kommt Kana da dran? Okay, sie kommt da dran. Ich war mir nicht sicher. Auf welchem? Kein Kreislauf. Produzieren aber immer noch genug. Oh, der Mac kann gebaut werden. Machen wir nur bis 10, weil die sind echt teuer. Na los, baut den denn keiner? Da! Oh, das dauert aber lang. Wir sind im Speedy. Guck mal, wie lange das dauert, den zu bauen. Raumschiffschrott. Ah, nice. Xiao, das war's für dich. Wie lange dann wohl der Kampfroboter braucht? Besitzer zuweisen. Oder jeder kann den nutzen. Angriff! Was, der kann springen? Ups. Ha! Das ist ja cool.
Dann müssen wir im Kampf direkt mal testen dann. Hungrige Schäglinge. Hier gibt es einige Trümmer, aber ich habe nichts besonderes Interessantes gesehen. Die Absturzstelle brennt immer noch. Und es ist gefährlich, mit ihr zu arbeiten. Also werde ich mir die Stelle für zukünftige Besuche vormerken. Alles klar. Hungrige Schädlinge, Zander, kümmere dich mal drum. Ach, hungrige Schädlinge und Dings haben wir gleichzeitig. Ja, Zander, du kümmerst dich jetzt mal. Bomb die Male weg hier. Alter, der ist ja auch richtig stark. Okay, kann man nicht gehen und schießen gleichzeitig? Alter! Oh, die greifen an. Es gibt noch einen, aber der ist da hinten. Na komm. Oh, warte, die Tiere greifen an. Vielleicht reicht das schon aus. Wenn Zander die platt macht. Mit dem Mech. Alter, der Mech ist ja ultra stark. Geil. So, wo ist der Hungrige? Dann holen wir den auch noch schnell, da hinten. Ich sehe den nicht. Naja, scheint tot zu sein. Okay, dann bringen wir den mal wieder in Position. Alter, wenn wir die Mechs haben, brauchen wir gar keine Verteidigung mehr. Dann brauchen wir gar keine Mauer. Das ist ja cool. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Mechs. Die Frage ist, wenn wir die Laserbarriere haben, ne, dann brauchen wir eigentlich gar nicht das hier mehr, oder? Und dann kann man einfach über die Laserbarriere drüber schießen. Das heißt, wir müssen auch keine große Mauer bauen, oder? Probieren wir aus.
Na, weil die Laserbarriere müsste ja eigentlich relativ tief sein. So dass wir Geschütztürme auch so auf den Boden stellen können und die drüber schießen. Vielleicht können wir ja auch durchschießen. Erzählen, warum ich so viele Türme gebaut habe. Weil ich kann. Das ist natürlich schon, Was ist denn mit dem passiert? Es fehlt nur noch der Helm, dann haben wir alles einmal hergestellt, ne? Ja. Bin mal gespannt, was so ein Kampfroboter kostet. $500 Strom, Alter, das ist krass. Platz, das Ding ist auch riesig, ne? Die CPU-Kerne könnten wir da schon reinmachen, die hätten wir. Wir hätten auch schon den Beton. Den Beton. Die sind eigentlich zu weit weg. Den schlachten wir aber, weil der gibt gutes Fleisch. Oh, wir haben ja aber noch sehr viele Bäume zum Dingsen. Ah, brechen wir mal ab hier. Aus dem Grund. Wir haben ja hier noch unsere eigenen, Bäume, die ja auch geerntet werden müssen. Vielleicht reicht das schon. Aber wir hatten wieder einen Angriff, das heißt... Wo ist denn die Tachyonquelle? Da. Ember, auf geht's. Erkunden macht nochmal Xiao. Und zählt ja auch noch immer Technologie, vor allem Strom. Wir brauchen unbedingt fortschrittliche Stromerzeugung. Hier gibt es nichts wirklich Besonderes, aber ich sehe ein paar merkwürdige aussehende Felsformationen. Die glänzenden Felsen scheinen eine metalloide Substanz zu enthalten. Es ist Silizium. Ich glaube, Silizium war das Einzige, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, ne?
Ich habe eine Überreste einer alten Terraforming-Maschine gefunden. Es scheint, dass sie eine gewisse Kontrolle über das Wetter hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die ausgelöst werden können. Was soll ich tun? Löse einen was? Baue die Maschine ab. Löse giftige Ascheregen aus. Kälteeinbruch, Hitzewelle, Meteoritenregen. Meteoritenregen könnte uns tatsächlich Erz geben. Aber ich glaube, die Maschine abbauen bringt uns am meisten, ne? Weil, ja, was? Bau die Maschine ab. Eine Wetterkontrollstation. Wobei, gibt es bestimmt ein Szenario, wo das mal nützlich gewesen wäre. Weißt du, mache ich im Winter eine Hitzewelle. Das wäre doch mega. Egal, jetzt habe ich es abgebaut. Also den Kampfroboter will ich auf jeden Fall mal in Action sehen. Kraftfeldbarriere werden wir auch auf jeden Fall mal bauen. Habe ich gar nicht gesehen, was sie zurückgebracht hat. Ist das Siliziumvorkommen? Ich würde sagen, Ember geht nochmal erkunden. Und Xiao. Mach nochmal die Raumschifftrümmer. Metallschrott. Der gute Metallschrott. Aber ja, das war es auch erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.